Geht das schon los hier? Ja, und selbstverständlich. Ja. Der Praktikant hat drauf gedrückt auf Play. Auf Record. So. Also, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Testoleros, ja. So, und was hat er uns mitgebracht, der gute Werner? Bölkstoff. Ja. Besser ist das so. Bölkstoff haben wir uns bestellt. Endlich mal was Vernünftiges, bin ich mal gespannt. Hast du das schon mal getrunken? Nee, ich auch nicht. Was Vernünftiges? Ich meine, Werner war ein Auszubildender, der wird sich nicht das beste Bier leisten können. Aber nicht lang schnacken, ne? Was haben wir dazu zu sagen? Wir kennen wir nicht alle. Ja. Wer hier auf der Bühne gekommen ist, der kennt Bölkstoff. Definitiv. Bekannt aus den ganzen Werner-Filmen. So sieht's aus. Wer kennt sie nicht? Was haben wir im letzten Video getrunken? Bud Light. Bud Light. Das war schon ein ganz schöner Kampf, du. Das war schon schwer eigentlich. Bud Light was a fight. Ja. Unbedingt mal das Video ankicken, das war total unterhaltsam. Jo. So, weitere Informationen auf www.werner.de. Und das diesmal ohne. Ich unter dem Video auf dem Link klicken. Thor's Hammer. Ich denke nicht. Nee, das ist. Bin ich aber ein bisschen enttäuscht von Thor's Hammer. Das kann der Hammer nicht. Wir haben endlich schlecht. Was gefunden, was der Hammer nicht kann. Ah. So. Gut. Na gut, man könnte natürlich auch. Nein, das geht so nicht. Aha. Gut. Prognose? Ach komm. Das ist jetzt natürlich viel Marketing hinter, ne? Kommt aus Flensburg übrigens. Wir haben mit Flensburger leider noch nicht getrunken. Ansonsten könnten wir jetzt vielleicht ein bisschen abgucken. Also Flensburger, das haben wir noch nicht getrunken, ne? Nein. Ich hab's aber schon mal getrunken. Also ja, getrunken eigentlich so schon, Mike war schon mal so in einer Brauerei. Also muss anders. Okay. Gut, wir wollen hier nicht, wir haben jetzt hier das Bölkstoffbier. Und wenn das aus Flensburg kommt, dann bin ich schon mal guter Dinge. Ne? Silber. Ja, komm, Silber. Gebaut nach dem deutschen Reinheitsgebot, Wasser, Gerstenmalz und Topfenextrakt. Okay. 4,8 Promille, 0,33er Pulle. So, haltbar ist es. Wie gesagt, weitere Informationen auf www.werner.de. Und was packen oder wegpacken? Also ich hab Bock drauf, ja. Ja, ich auch. Also ist schon cool. 3 oder 4? Gute Frage. Ach, ich würde sogar 4 geben. 4 Punkte. Oh, das Öffnen ist immer am geilsten. Naja, Hauptsache das. Ja? Und? Was war denn das? Ich sehe nicht. War irgendwas drin? Werner? Oder war das der Schall, der so durch hier... rauscht ist. Oh, das war ja schon mal. Du kannst doch, wenn du willst, ich trinke hier nicht mehr aus dem Glas. Ich hab hier ein gelbes Glas, aber. Ah, nein, nein, passt schon. Guck mal. Oh, schön, Decker. Glück, 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 Glück. Was machst du denn da? Hast du das so gelernt in der Schule? Ich bin nervös, Mann. So aufgeregt. Alter, das ist ja gar kein Bläschen. Und doch 1-2 Grad. Alter, aber wirklich, wa? Wo ist denn das? Da gibt keine volle Punktzahl. Nee. Ansonsten sieht das ja ganz süd aus. Ja. Tja, schade. Schöne Tulpe, Junge. Drei oder zwei? Ja,
Das finde ich jetzt ein bisschen traurig mit der Kohlensäure. Bin jetzt auch am Schwanken, ob 3 oder 2, ich meine, später bin ich sowieso am Schwanken, aber. Ah, komm, 3. Okay. 3, der Schaum, der ist top. Also der ist. Gibt, ja, es gibt zwar noch besseren Schaum, aber nein, 2,5 ist immer 3. Boah, okay. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Ja. Hast du jetzt komplett schon eingegossen? Nein. Ja, hast du Pech gehabt. Prost. Zu viel Schaum, zu wenig Bier. Ja, das ist ein alter Trick. Rudi Carrell, wer ihn kennt. Rudi. Sehr herb. Boah. Das ist herb, du. Schon ein bisschen dolle herb. Also wenn drauf steht, ja, wie hier zum Beispiel das Jever. Ich glaube, das ist nicht so herb wie das Jever. Aber kommt schon richtig nah dran. Ansonsten hat es recht würzig, angenehm. Das Einzige, was jetzt so extrem, also das ist rund, definitiv, aber halt ganz schön herb. Ah. Ja, stört ein bisschen im Nachgeschmack, das ist herb. Ja, das übertüncht leider den Rest vom Bier. Ja. Boah, oder die Waldfedo. Also mir ist das schon zu herb. Ja. Ansonsten süffig, würzig, vollmundig. Halt die Herbe, ne? Tja, was sagst du denn da? Ich bin so in Richtung. Also ich würde schon höher ansetzen, aber nicht mit dem Herben. Ja. Nico, so zwischen 9 und 10. Ja. Puh, also ganz ehrlich, also wer auf herbe Biere steht, der ist definitiv hier gut bedient, ja. Spezialpunkte? Ja, Werner. Bei Spezialpunkte ist der Preis auch immer mit drin. Habe ich bestellt bei Haus der Biere Berlin. Haus der Biere oder Haus der Biere? Der Biere, ja. Sag mal. Aus Schöneberg. Oder? Schöneiche. Ach, Schöneiche bei Berlin. Und dann heißen sie Haus der Biere Berlin. Aha. Na, ist ja schön. Na, Schöneiche ist Schöneiche ja quasi. Schöneiche ist Berlin. Naja, quasi. Eigentlich hört das schon dazu fast. Na, dann sollen sie sich ein Bier an. Also in der Nähe. Und die Schulden aufnehmen von Berlin. 13,38 Euro für eine Sechser. Also. 2,50. Nicht ganz. Ja. Ja, mit Versand. Ja. Also wir hatten, das Bud Light war auch eine 6er, das war fast doppelt so teuer. 2,20. Also ist schon okay. Bisschen über 2 Euro, also 2,20 ist das schon. Ja, klar. Ist so teuer wie Bud Light. Nee. Eigentlich kannst du rund sagen, rund 2,30, dann müsste schon ganz gut bei. Aber das ist schon teuer. Hier, den Untersetzer, das hat, haben sie gleich mitgeschickt als Werbung. Mhm. Vielen Dank. Link, Buddha, Alter. Link zum Shop gibt es hier unter dem Video. Einfach auf den Link klicken, dann kommt er zum Shop. Könnt ihr euch auch ein bisschen was vom Wirkstoff bestellen. Aber wir waren jetzt bei den Spezialpunkten. Die Pulle. Die Pulle wäre da. Ich gehe volle Punktzahl. Tja. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Ja. Drei so. Punkte. Deutsche Dreieinheitsgebot. Ja. Uwe noch. Mach mal einen kleinen. Streu mal einen kleinen Witz ein. Streu mal. Vater klärt seinen Sohn auf. Du sollst es nun endlich erfahren. Ja? Der Weihnachtsmann und der Osterhase. Das bin immer ich gewesen. Ja. Weiß ich doch längst, Papa, beruhigt ihn der Sohn. Nur der Storch. Das war der Onkel Werner. Sehr gut. Vielleicht noch ein Witz ein bisschen. Na, soll ich mal noch einen Witz kredenzen? Ja. Ja, gut.
Ein Mann kommt um 2 Uhr nachts nach Hause. Die Frau: Ich hab dir gesagt, dass du 2 Bier trinken darfst und um 10 Uhr nach Hause kommen sollst. Der Mann: Oh, da habe ich wohl die beiden Zahlen verwechselt. Den können wir ruhig rausstechen. Alter, das ist natürlich ein langer Witz. Ich mache erstmal Fakten hier. Fakten, Fakten, Fakten. Bierfakten. Das stärkste Bier der Welt kommt aus höchstwahrscheinlich. Tja. Im letzten Video hatten wir. Deutschland? Ja, kommt aus Deutschland. Mhm. Das ist jetzt keins, das man mal eben zum Feierabend in der Kneipe zischt. Dieses stärkste Bier der Welt. Erstens müsste man sich danach heimtragen lassen und zweitens wäre das ein teurer Spaß. Der Schorschbock vom mittelfränkischen Schorschbräu in Gunzenhausen hat 57% Alkohol und eine Maß, also 2 Bier, 1 Liter davon quasi, würde weit über 600 Euro kosten. Die gute Nachricht, es gibt ein Flash-Erl mit 0,04 Liter. Also das sind... Ja, nix, 40 Zentiliter. Ja, ist nix. Also. Das gibt es je nach Händler für rund 30 Euro. 4 Zentiliter, 40 Milliliter. Wie viel? Für 30 Euro je nach Händler. Alter, ey. Wenn wir mal 10.000 Abonnenten erreicht haben, dann trinken wir das mal. Okay, also habt ihr gehört. Strengt euch an. Ja, abonnieren unbedingt, ey, ich hab da Bock drauf. Und dann machen wir Feierabend, 57%. Bock auf Bock. Ja. So, was ist jetzt hier mit Uwe? Also ich merke noch keinen. Auch nicht. Junge, Junge, Junge. Das ist schon. Ja, es ruckt jetzt zu hier ab. Wickelfaktor ist auf keinen Fall dabei. Ja, mittlerweile jetzt langsam sagen, so geht's. Würdest du wegkippen wollen? Nee. Gut. Ja, man muss schon, glaube ich, schon 1-4 Flaschen trinken, damit es dann. Boah, nee. Wie heißt das? Köstritzer? Da kann ich auch nicht so. Köstritzer, Schwarzbier? Ach nee. Was gibt's noch? Krombacher? Ja, Krombacher. Da kann ich auch nicht so viele von trinken, ist auch herb. Ah, das geht aber. Das ist noch in Ordnung. Das ist noch angenehm herb. Ich zähle jetzt ohne Uwe 21. Mit Uwe wären es 23. Also ist jetzt so oder so Silber. Also wenn es kein Uwe gibt, gibt es halt 2 Punkte mehr, dann sind es 23. Ah ja. So wird es wahrscheinlich auch kommen. Tja. Aber ist knapp. Also 23 Punkte ist das höchste Silber, was wir vergeben können. Danach kommt Gold. Ja. Weil Rico halt so eine Mimose ist und nur 6 Punkte gibt bei mir Schmack. Hä? Lieber ey? Was? 6 Punkte? Na, wüsste dich jetzt aber. Ach nee, 9. Ja. Nur 9 Punkte jemand bei mir Schmack? Mhm. Naja, von möglichen 15. Ja, das ist schon. Ja, ist halt das Herbe, ne? Das ist halt. Die Schmecker sind verschieden. Hätten wir jetzt den Preis noch drin, dann hätte es ein bisschen noch mehr abgekackt. Also bleibt 2 Silber. Ja. Kein Uwe. Ja. Warte, du hast ihn ja nicht ausgetrunken. Ja, naja, guck mal hier, die Pfütze, da ist doch kein Uwe drin. Pass auf. Gut, ich zähle nochmal zusammen hier. 4, 3 sind 7. 9 sind 16, 19, 21 und 2 sind 23. 23 Punkte. Höchste Silber. Ab 24 gibt es Gold. Ja, 23 Punkte schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Ja. Glückwunsch, yes. Werner, Wirkstoff. Ja. Ja. Wann kommt der nächste Teil? Brösel. Werner. Genau, wie sieht's denn da aus? Wo bleibt der nächste Teil?
Da muss doch noch mal was kommen. Verzeihen, ja, das ist hier. Meine so, was trinken wir danach? Mittlerweile ist schon wieder 500 Jahre her. Oder was wolltest du sagen? Tja, was ordentlich hat. Ich glaube, ich vertrag kein schlechtes Bier mehr. Ach so, hier. Bitte, oder? Ja. 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 Da freut mich auch schon ein bisschen drauf. Wir sind ja hier, ist ja hier Küstenmonat. So ungefähr. Was trinken wir als nächstes, Rico? Das Lübzer Küstenhell. Und das wurde... gesponsert vom Getränkeland Werneuch. Nee, ey, krass da aus. Jetzt haben wir die geschafft. Jetzt kriegen wir endlich auch Bier gesponsert, ey. Und mit den Grin gucken, abonniert den Kanal, like mal, kommentiert mal, dann seid ihr wieder beim nächsten Mal dabei. Richtig. Teilen nicht vergessen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis demnächst. Haut rein. Da bin ich ja mal...